Hey Leute, was geht ab? Der Film mal wieder hier am Start. Und erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und seid auch gut reingerutscht, habt Silvester gut gefeiert und so. Jo. Kurz im Hintergrund seht ihr eines meiner besten Kriegs-Gameplays überhaupt. Also am Ende ja nicht so dran gepeilt, ja nicht. Ach, spielst du nicht mal so. Einfach ihr spielt so. Und dann am Ende ist halt dieser Topscore entstanden halt. Hat mir selbst überrascht. Und auch ihr seid auch so gespannt, was es dann am Ende sein wird halt. Ja, am Ende des Videos mache ich dann noch einen Clip von der zweiten Runde hinten ran. Oder sagen wir mal nicht von der zweiten Runde, sondern wenn die beiden Runden so sehen vorbei sind. Wo man halt die Statistik sieht, wie viele Abschlüsse man insgesamt gemacht hat. Ja, das erstmal kurz hier zum Gameplay. So. Ansonsten, ja, wollen wir mal erzählen, so wie ich jetzt so die Feiertage so überstanden habe. Was ich so gemacht habe. Ja, dann fangen wir an. So, Weihnachten halt, ne? Ist halt für jeder sein Ding halt so. Ja. Ist bei der Familie halt so. Mit Familie zusammen. Wir sind zu Verwandten gefahren halt. Und da noch. Und dann halt. Erstmal so. Tage sagt man halt nicht sehr. Man kennt's nicht. Und dann erstmal. So rummittag, da ich hab da mit meinem Onkel Soda Mensch ärgere dich nicht gespielt, was ich gewonnen habe. Ha, war nicht der letzte im Ziel. Ha. Ja, dann kam halt die große Bescherung halt an sich. Viel habe ich ja nicht bekommen, aber es reicht vollkommen aus. Ich habe was zum Naschen gekriegt, zum Schoko-Weihnachtsmann und zum paar Süßigkeiten so. Und dann halt noch was zum Anziehen, so ein Pullover und so halt. Reicht ja vollkommen aus. Ne? Man muss ja hier nicht gleich so wie die anderen noch. Möchte jetzt ein Spiel haben, ne? Nee, es geht jetzt ja nicht. Man ist ja alt genug, verdient genug Geld und kann sich dann große Dinge dann auch selber kaufen, ne? Ist aber nur eine nette Geste, wenn man mal was teures so hat bekommt, aber kleine Sachen reichen doch vollkommen aus, oder? Die kleinen Dinge im Leben sind entscheidend, sage ich immer so. Ich muss nicht so ein großes Geschenk sein, so ein großer Fernseher. Ist aber zum Anziehen, ist auch was Feines. Ein bisschen was zum Naschen halt so, ne? Ja, denn gab es dann halt nach der großen Bescherung halt, die natürlich ewig lange gedauert hat, weil die, also meine Nichte, die Kleine, viele, viele Sachen gekriegt hat und oh Gott, erstmal auspacken und ja, hatte schöne Freude halt so, ne, wie kleine Kinder sich so freuen. Früher war man genauso, ja, dann herrlich. Ja, denn nach dieser großen übte Bescherung haben wir dann Essen zubereitet halt. Und ja, was gab's Feines? Ja, es gab so Kassler halt und Schnitzel, Pommes halt so. Mal keine Ente, ne? Die gab's schon am Mittag bei mir zu Hause. Ja, und sonst hat es gut geschmeckt und dann da noch ein bisschen halt ein bisschen Zeit mal mit der Familie verbracht. Bis wir dann nach Hause gefahren sind abends und dann bin ich noch zum Kollegen gefahren. Und hab dann noch so noch ein bisschen Party halt gemacht.
hat sonst immer so Jahre, immer so war halt nach der Bescherung halt so, sind wir dann halt immer wohin gefahren zum Kollegen oder so und haben dann ein bisschen Party gemacht halt. Das ist jetzt die letzten Jahre etwas zurückgegangen, aber man hat es ja so noch ein bisschen nochmal gemacht halt und das hat auch mega Spaß gemacht. Das ging auf jeden Fall bis in die Früh und hat auf jeden Fall unseren Spaß gehabt halt, ja. Naja. Erster, zweiter Feierstag, naja, die sind zu vorbeigegangen halt so. Puh. Ja, und dann halt kam dann halt Silvester, denn, ne? Jetzt dies Jahr mal so gemacht hat, oder na, dies Jahr, haha, letztes Jahr dann. Also ich hab's so gemacht halt, hab man dies Jahr wieder mit bisschen Zeit mit der Familie so verbracht, wir sind so zusammengesessen. Und dann halt, ne? Bisschen Fernsehen geguckt, so ein bisschen getrunken und so, bis es dann so um 12 halt losgegangen ist. Mit dem Knallen so. Ja, wir haben also, was haben wir alles losgeschickt? Also Batterien hatten wir jetzt gar nicht so am Start. Wir haben, naja, neun Raketen halt so gehabt und so drei Kanonenschläge. So ein kleines Paket bloß für 20 Euro. Reicht doch aus, man muss ja King. Es muss einmal im Jahr und naja, manche kurven da ja wie die Verrückten ein. Offensichtlich eine Batterie für 100 Euro. Naja, wenn es denn passt. Ich weiß ja nicht so. Aber wenn man das Geld hat, dann kann man sich natürlich eine große Batterie kaufen. Und dann halt die verballern. 6 Uhr 120 Schuss, die sind in 1 Minute 30 leer geschossen. So schnell gehen 100 Euro in die Luft, ne? Ja, nein, ich finde, sieht ja so wie recht hat. Ob es sieht am Ende schön aus. Hinterlässt ein schönes Bild am Himmel. Und macht man ein bisschen Krach dagegen halt. Ja, wir hatten so neun Raketen am Start und ein paar Knaller halt so an sich. War schöne, smoothe Sache. Im Dorf war auch einiges los halt so. Aber ich finde im letzten Jahr, was ich so finde, war ein bisschen mehr los halt. Ne? Ist ein bisschen zurückgegangen halt. Bin gespannt, wie es dies Jahr sein wird, zu Silvester hin. Wie viel dann da noch jetzt? Ich kann mir noch an das eine Jahr erinnern. Da ist von einem hier auf die Batterie umgekippt. Ja, die hat aber trotzdem noch weiter geballert halt, ne? Das war so auf der anderen Seite der Straße halt so. Und ja, das, die ist dann umgekippt dann und feuert, feuert, feuert weiter, immer weiter. Wir sehen 120 Schuss oder 100 Schuss, keine Ahnung. Ja, die gehen dann über die Straße und da ist so ein Wellblech-Sound und da immer die 100 bis 120 Schuss dagegen. Puff, 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 puff. Ja. Am nächsten Morgen konnte man sehen, was das verursacht hat. Eigentlich nicht so, nur ein paar schwarze Flecken, so ein paar Beulen, Dellen, so da drinne. Das war es eigentlich so gewesen. Ja. So ein bisschen denn nach den Knallereien hier so. Kurz nach 12, so halb eins herum so. Bin ich dann nochmal zum Kollegen gegangen, hab da noch ein bisschen gechillt bei ihm, wie ich jetzt all die Jahre immer auch so gemacht habe, wenn jetzt keine große Fete so an sich war. Hab da noch ein bisschen gechillt, so ein bisschen da noch getrunken, halt so und bennen. Irgendwann so um 4 nach Hause. Und hab mir ins Bett gelegt, ja. Und bennen wir freundlich aufgestanden. Zum Mittag und nehme jetzt das Video für euch so auf. Oder sagen wir es mal so, kommentiere es nach. Ne? Ja, wir befinden uns hier schon in der dritten Zone halt von den Verteidigern. Wir müssen halt verhindern, dass sie eine Bombe platzieren. Score habe ich jetzt nicht gerade im Kopf. Muss man warten, bis ich mal wieder das Scoreboard zwar an sich öffne. Kira fängt schon gut an, 39 Abschüsse.
Dachte mir da in diesem Moment erstmal, okay. Da mein 40. Abschuss. Wie gesagt, es gibt dir diesen Tagesbefehl in einer Kriegrunde so und so viele Abschüsse hinzukriegen. Ihr wisst vielleicht, welchen ich meine. Das ist so ein Timeline von 10 Minuten. Ach ne, das war bloß ein Spezialauftrag. Es gibt aber auch so ein Tagesbefehl halt, dass man so und so viele Abschüsse in einer Runde machen muss halt. Den gab es eigentlich an diesem Tag, sonst hätte ich ihn vielleicht aktiviert und hätte vielleicht da eine Vorratslieferung gekriegt. Ja. So, natürlich haben die jetzt die Bombe geplantet. Und wir gehen jetzt in die Endphase des in die Verteidigungsmodus mit drin rein. Headshots muss man immer mitnehmen. Ja, fängt hier schon fleißig an zu bauen. Weil man will irgendwann die Goldtarnung hier drauf haben. Wir spielen hier in, wenn ihr es mitgekriegt habt, das ist sorry, kurzer Cut, der Controller hat sich ausgeschaltet und da wollte einfach das Mikrofon nicht einfach weiterquatschen. Okay. Wie gesagt, es geht. Ja, wobei jetzt schon nicht mehr, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also kurz halt. Ja, ein bisschen so erzählt zu. Ja, ist mir egal. Okay, wir belassen es erstmal dabei. So. Na, nice, aber was ich jetzt auch so die letzten Tage, ja, was heißt Tage, Wochen schon wieder habe, ist wieder das altbekannte Problem, das, worüber ich schon in Black Ops 3 schon drüber gequatscht habe, wo auch so zwei Videos entstanden sind halt. Ja, und immer sagen halt, die Probleme bleiben bestehen halt, also mein Internet, ja. Man kennt es halt, wer die Black Ops 3 Videos kennt, halt diese zwei oder gerade so. Hat man es ja so immer wieder angesprochen halt. Ich habe hier massive Internetprobleme hier. Oder Internetanbieter, halt, keine Ahnung, was da los ist. Ich bin natürlich bei Vodafone, ne? Ja. Es lief ja wieder eine Zeit lang gut. Nonstop durch und auf einmal so. Fing's denn auf immer an, hier wieder Probleme zu bereiten? Als. Ja, es ist halt so, ich kann es ja halt nicht ändern, halt, indem ich jetzt den Anbieter wechsle. Keine Ahnung, woran das liegt. Und ja. Ich hoffe, es bessert sich jetzt wieder jetzt im neuen Jahr. War auf jeden Fall ein Wunsch zu Weihnachten, dass meine Internetleitung wieder ein bisschen flüssiger läuft. Im Innerlichen halt, jetzt nicht so im Ganzen so großartig sagt halt. Ja. Ich hoffe, es geht einen guten Weg der Besseren. Meine Jungs da draußen hier in der Online-Welt so und so. Vermissen mich schon. Fragen sich schon, ob ich tot bin. Der Delp halt, ne? Dass man wieder ein bisschen so Action halt so machen kann. Ist das zusammen in der Gruppe, weil auch wenn man jetzt alleine spielt, ist das Auto von zusammen mit seinen Leuten in der letzten Party kann man ja auch Spaß haben. Ja, das war ja wenig. Ich hoffe, es geht auf den guten Weg der Besserung zu. Wir befinden uns jetzt hier in der Endphase. Wir haben noch 40 Sekunden auf den Timer. Und dann hier nochmal das erste Gewehr in der Gewehrklasse in dieser Sammlungsedition. Kieferknacker ist das. Und man braucht ja nicht schnell Feuer auf diese Waffe zu spielen, weil die Waffe schießt ja so schon schnell an sich. Das nochmal kurz zum Gameplay. Aha. Jetzt hier mal in Endphase. Also mein Team hat natürlich bombenmäßig gespielt halt. Die wurden ja zu weit zurückgedrängt, aber egal. Am Ende zählt das halt, ob man jetzt siegt oder verliert. In diesem Sinne haben wir gesiegt. Und in diesen 2 Sekunden halt. Ja, das wäre es von dieser Runde gewesen. Jetzt so ein kurzes Update zu 55 Kills. Aha. Ja, und
Jetzt zum Ende zeige ich euch dann nochmal diese Statistiken und ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und einen Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Video.